Ein herzliches Willkommen heute zu meinem Vortrag auf dem Joomla Day. Ich versuche euch heute mal in eine andere Welt zu entführen, nämlich in die Welt der Web Analytics, in dem Fall spezialisiert mit Matomo. Und zwar geht es darum, die Qualität und die Quantität der Besucherdaten, mal uns anzuschauen, was Matomo und Google Analytics hier an der Stelle halt eben miteinander verbindet oder auch nicht. Als erstes gucken wir uns an das Thema Tracking versus Analytics. Einfach nur eine Begriffserklärung, damit wir wissen, worum es da geht, halt hinsichtlich auch das Thema User-Konsens. Wir schauen uns an, wie die Erkennung von Besuchern in Matomo funktioniert, wenn wir keinen Consent haben. Frage hinterher, können wir überhaupt diesen Zahlen aus Matomo, aus eTracker, aus Google Analytics und so weiter vertrauen? Welche technischen Dinge gibt es da? Weil wir gucken uns dann an, welche Probleme gibt es denn zum Beispiel mit automatisierten Systemen, mit den Bots? Und was haben wir mit dem Thema Adblocker zu tun? Wo kommt das halt im Endeffekt her? Und zum Schluss die gute Frage, wie sieht es aus mit den Daten, die wir aufgrund des User-Konsens verlieren? Kurz zu mir. Ich bin Joachim Nickel, seit 95 im Internet aktiv, seit 97 Freiberufler, habe also gerade meine 25 Jahre voll gemacht, bin Präsident des Fördervereins für das Content-Management-System Contao und als OMT-Botschafter für den Online-Marketing-Tag unterwegs. Meine Schwerpunkte sind, wie sollte man anders vermuten, Matomo, das Content-Management-System Contao. Und ich bin eigentlich Softwareentwickler und dementsprechend hier auch unterwegs. Das Ganze, was wir heute hier machen, ist keine Rechtsberatung. Das heißt also, wenn es um bestimmte rechtliche Themen geht, kann ich euch die erzählen, aber schlussendlich müsst ihr dann halt eben gewichten, inwieweit das halt eben für eure Webseite funktioniert, sprich den Datenschutzbeauftragten mit an Bord. Tracking versus Analytics. Was ist da der Unterschied? Im Endeffekt, wir fangen mal mit Analytics an. Im Deutschen heißt das Ganze Reichweitenanalyse. Da geht es im Endeffekt darum, ob wir halt eben, oder dass wir halt eben rein statistische Auswertungen machen. Das heißt, die Anzahl der Besucher, die Sitzungen, die Verweildauer auf der Webseite oder halt auf der einzelnen Seite untereinander. Und wir dürfen hier in dem Zusammenhang auf die Informationen unter anderem des Browser Agent oder User Agent halt eben zurückgreifen. All das ist User Consent frei möglich. Das heißt, wir dürfen diese Informationen rein, zumindest aus der Gesetzgebung heraus, ohne Zustimmung des Besuchers halt eben erfassen. Demgegenüber steht das Tracking. Tracking wird halt eben bezeichnet in dem Augenblick, wenn es um individualisierte Auswertungen geht. Das heißt, Persönlichkeitsprofile, Verhaltensmuster oder auch detailliertes Shop-Tracking. Seit der Novellierung des Telemediengesetzes gilt leider Gottes auch die Information der Bildschirmauflösung an der Stelle als entsprechend problematisch und braucht halt eben einen Consent. Und ganz klar, sobald wir eine Zusammenführung mit Drittdaten haben, haben wir hier ebenfalls das Problem, wir brauchen einen User-Consent. So, jetzt schauen wir uns doch mal an, wie sieht denn das aus? Wie kommen wir halt eben überhaupt an die Informationen zu einem Besucher innerhalb von Matomo, wenn wir das Ganze konsentfrei machen wollen? Matomo verwendet hier eine Art Fingerprinting. Das heißt, es wird eine sogenannte Besucher-ID generiert, die basiert zu einem Großteil aus den Informationen des User Agent, also dieser Browser-Kennung. Dann die Informationen, die jeder Browser auch mitsendet bei der Abruf einer Webseite, nämlich die Informationen darüber, was für eine Sprache der Benutzer vorrangig bevorzugt. Und wir haben die IP-Adresse. Die IP-Adresse können wir in Matomo so konfigurieren, dass sie anonymisiert nur in diese Besucher-ID eingeht, ohne halt eben auch vollwertig. Da ist so ein riesengroßes rechtliches Problem. Dürfen wir halt eben die vollwertige, nicht anonymisierte IP-Adresse zur Generierung der Besucher-ID heranziehen oder müssen wir die anonymisierte Sache reinziehen? Das ist nochmal ein separater Talk, den wir halt eben an der Stelle machen müssen, weil Datenschutz, wie gesagt, hier kein Bestandteil ist. Fakt ist, zusätzlich kommt noch eine sogenannte ID der Webseite in Matomo hin. Das ist dafür da, dass wir eine Besucher-ID nicht über verschiedene Webseiten hinweg nachvollziehen könnten. Aber manchmal braucht man das, wenn man halt eben bestimmte Wege durch verschiedene Seiten nutzen will oder analysieren will. Und dementsprechend könnte man das halt eben auch deaktivieren. Schlussendlich kommt nochmal ein sogenannter Salt dazu, ein Salz, was diese ganze Sache halt eben verändert. Und zwar in der Art und Weise, dass wir innerhalb von 24 Stunden den Nutzer halt eben nicht wiedererkennen können. Also innerhalb von 24 Stunden den Nutzer wiedererkennen können, aber nach Ablauf dieser 24 Stunden halt eben keine Chance haben, diesen Nutzer eindeutig zu erfassen.
Das Ganze bis hierhin ist TTDSG-konform. Das heißt also, wir kommen auf der einen Seite durch die DSGVO durch und wir haben auf der anderen Seite auch das Telemediengesetz, die TTDSG, und sind hier an der Stelle safe. Matomo macht aber normalerweise auch noch die Information oder verwendet auch noch die Information über die aktiven bzw. installierten Erweiterungen in dem Browser. Das heißt also QuickTime, RealPlayer, PDF, Windows Media Player, Flash Player und so weiter. Die alten Hasen unter uns wissen, die ganzen Erweiterungen gab es früher. Das war damals wirklich eine Möglichkeit, den Nutzer bestmöglich damit zu erkennen. Heutzutage gibt es, abgesehen von der Funktionalität, ob PDF in dem Browser integriert ist oder ähnliches, kaum noch aktive Erweiterungen, die Matomo an der Stelle erfasst. Das heißt, dass wir diese Information jetzt nicht mehr zum Profilierung für den Benutzer, für die Besucher-ID verwenden dürfen, zumindest auf Grundlage der Beschränkungen aus dem TTDSG, ist an sich nicht großartig problematisch. Sollten wir das aber weiterhin normal aktiv lassen in Matomo, dann sind wir leider nicht mehr TTDSG-konform. Und die zweite Alternative, wie man einen Besucher in Matomo identifizieren kann, ist natürlich der Cookie. Das heißt, wenn wir dem Consent zugestimmt haben, können wir Matomo hochschalten und sagen, okay, bitte setze dem Besucher einen Cookie und dann sind wir auch wirklich safe. Was heißt jetzt safe an der Stelle? Die Besucher-ID verwendet die IP-Adresse. Wie gesagt, entweder anonymisiert oder halt eben nicht anonymisiert. Das heißt also, je nachdem, was dann ist, haben wir eine höhere Datenqualität bei der Identifikation eines Besuchers oder auch nicht. Das Problem ist nur, die IP-Adresse ist mittlerweile schwierig. Erstens haben wir die Situation schon immer gehabt. Durch NAT haben wir halt eben mehrere Benutzer innerhalb zum Beispiel eines Firmennetzwerks, die alle nach außen hin eine IP-Adresse haben. Das ist noch nicht ganz so schwierig. Natürlich, wenn wir halt eben viele Besucher aus einem Firmennetzwerk haben, würde das halt eben dazu führen, dass diese Besucher zu einem Besuch potenziell zusammengefasst sind, weil möglicherweise die ganzen Browser auch alle sehr ähnlich eingerichtet sind oder quasi identisch. Wir haben vielmehr das Problem mittlerweile, dass es Systeme gibt, wie zum Beispiel das Tor-Netzwerk. Ein Browser im Tor-Netzwerk hat halt eben immer einen bestimmten Ausgangspunkt und diesen Ausgangspunkt, diese IP-Adresse, den teilen sich halt eben hunderte von Endnutzern. Möglicherweise kommen zur gleichen Zeit zwei Nutzer, die das gleiche Tor-Netzwerk haben und den gleichen Exit-Node an der Stelle verwenden. Ist noch relativ unwahrscheinlich, weil Tor ist nicht so wahnsinnig verbreitet, aber mittlerweile gibt es von der Firma Apple in Verbindung mit ihrem kostenpflichtigen iCloud Plus System eine Bestrebung, die halt uns wesentlich mehr Probleme bereiten wird, weil damit kann die IP-Adresse halt eben verschleiert werden. Und dann kommen halt diese Nutzer über Provider-Netzwerke vermeintlich durch, wie unter anderem halt eben aus Cloudflare oder aus Akamai, und dann teilen sich wirklich ganz viele Nutzer ein und dieselbe IP-Adresse. Das heißt, die Besucheridentifikation auf Basis dieses Fingerprintings, was wir hier gerade sehen, ist relativ unzuverlässig und wird immer unzuverlässiger werden. Deswegen ist es schon hilfreich, auch zusätzlich den User-Consent abzufragen und dann dem Nutzer einen Cookie zu setzen, wenn die Identifikation eines eindeutigen Besuchers aus rein statistischen Zwecken respektive Marketingzwecken halt eben relevant ist. Kommen wir ganz kurz zum technischen bzw. rechtlichen nochmal, die TTDSG. Die sagt mir schlicht und einfach, dass halt eben aktive Informationen aus dem Browser, also keine Informationen aus dem Browser, aktiv abgefragt werden. Und das dazu zählt, wie gesagt, halt eben die Erweiterung, hatte ich gerade eben aufgeführt, aber eben auch die Bildschirmgröße. Das heißt also, auch diese Information darf ohne entsprechenden Consent nicht mehr abgefragt werden. Das heißt, wenn du jetzt eine Installation von Matomo am Start hast, prüfe bitte, ob du eine Version ab der 4.8 bei dir installiert hast. Wenn ja, setze bitte diesen zusätzlichen Flag bzw. diese zusätzliche Anweisung vor die Information des Track Page View. Oder wenn du halt eben einen Tag Manager verwendest, dann deaktiviere oder aktiviere die Checkbox dafür, dass die sogenannte Browser Feature Detection verwendet wird. Das hat den ganz hohen Hintergrund. Ohne dem dürft ihr User Consent frei nicht erfassen. Alles andere, was im Browser selber sendet, das heißt also die User Agent Information oder aber halt eben auch die Informationen über die bevorzugten Sprachen, können wir weiterhin problemlos nutzen. Wenn ihr Fragen habt, kommen wir wie gesagt zum Anschluss nochmal da dran. Das geht jetzt über die Videokonferenzübertragung nicht ganz so gut, aber gehen wir weiter und gucken uns mal an, was ist denn mit den Zahlen? Kann ich diesen Zahlen vertrauen?
Und ich glaube, dieses Bild spricht Bände. Nein, wir können diesen Zahlen einfach mal nicht vertrauen. Und das betrifft nicht nur Matomo, das betrifft alle Datenerfassungssysteme, die es da draußen gibt, weil es ist ein Grundproblem, was wir haben. Nämlich die Situation, der Nutzer greift auf unsere Webseite zu, in der Webseite ist dieses kleine JavaScript-Snippet drin und sagt, hey, du, da hinten wäre cool, wenn du halt eben die Daten bitte in meine Matomo-Instanz, meine Google-Instanz oder was auch immer halt eben sendest. Immer vorausgesetzt, entweder User-Consent-konform oder ohne User-Consent. Fakt ist, das muss technisch einfach vom Browser ausgeführt werden. Nur da haben wir schlicht und einfach immer wieder unsere Probleme. Gucken wir uns jetzt das mal von der Qualitätsseite her an. Wir haben zum einen zu viele Zugriffe. Das wird jetzt wahrscheinlich den einen oder anderen doch ein bisschen verwundern, dass wir halt eben zu viele Sachen haben. Aber wir haben natürlich auch ganz viele Situationen, wo wir einfach zu wenig Daten haben. Gucken wir uns als erstes mal das Thema zu viel an. Etwa 50% des Traffics, den unsere Webseite halt eben immer belastet wird oder ausliefern muss, ist nur menschengemachter Traffic. Etwa 25%, das unterscheidet sich immer von den Webseiten, ist automatischer Traffic von sogenannten unschädlichen Bots. Das heißt also Systeme, die wir brauchen, die wir alle nutzen. Das heißt, da zählt zum Beispiel halt eben natürlich der Traffic aus den großen Suchmaschinen dazu, aber auch von anderen Systemen, die wir einsetzen, um zum Beispiel zu überprüfen, ob unsere Webseite SEO-technisch vernünftig aufgestellt ist, ob wir defekte Links in der Seite haben oder. Solche Systeme haben in der Regel die Situation, dass sie eine bestimmte User-Agent-Kennung haben, wo dann Crawler, Bot oder irgendwie sowas in der Richtung drinsteht. Das können wir natürlich wunderbar ausfiltern. Das wird auch von automatisch in Matomo gemacht, das wird auch in den anderen Systemen automatisch gemacht. Aber es gibt eine sehr große Anzahl an Besuchern, die sogenannte Impersonator-Bots sind. Das heißt, es sind vollautomatisierte Systeme, die sich aber nicht als automatisierte Systeme zu kennen geben. Das heißt, die melden sich ganz normal an als Firefox oder Chrome Browser mit einem Windows 11 oder Mac Betriebssystem, als Android Handy oder und tun so, als wenn sie echte Menschen sind. Und das teilweise echt verblüffend gut, weil da stecken zum Teil KI-Systeme dahinter. Jetzt ist die große Frage, warum passiert das überhaupt? Ein gutes Beispiel ist die Firma Facebook. Facebook hat die Situation, dass sie eine Armada von automatisierten Systemen mit KI-Technik zum Teil drin haben, die Webseiten überprüfen, sobald zum Beispiel ein Link oder eine Anzeige bei denen geschaltet wird. Also ein Link gepostet wird, irgendeine Art und Weise, dann geht halt eben der Scraper los und holt sich diese Metadaten, um halt eben auch schön das Bild anzuzeigen in Facebook-Posts und Ähnlichem. Aber, und das ist viel interessanter und wichtiger für Facebook, die wollen ja sicherstellen, dass das kein Spam ist, keine Phishing-Webseite. So, wenn die sich jetzt als Facebook-Crawler outen würden, was würde dann der normale, gemeine Nutzer tun, der halt eben möchte, dass da trotzdem irgendwelche bösen Aktivitäten kommen? Ne, der würde einfach sagen, okay, dem Bot zeige ich was ganz anderes an. Und deswegen sind diese Systeme so, dass sie sich halt eben nicht als Crawler identifizieren und auf die Webseite zugreifen und auch dort Aktionen machen. Die fangen an zu scrollen, die klicken auf Call-to-Action-Elemente, die füllen zum Teil auch Formulare aus, nur um zu gucken, was dann dahinter passiert. Das heißt, das Ansinnen per se ist erstmal legitim. Nur für uns hat das ein riesengroßes Problem, denn diese automatisierten Systeme machen unsere Statistiken kaputt. Und zwar zum Teil erheblich. Ich habe hier mal zwei Statistiken mitgebracht, die sehen auf den ersten Blick identisch aus. Ich hoffe, es ist groß genug, weil wenn ich mir den ersten Teil angucke, auf der linken Seite habe ich die Zugriffe mit den Bots und auf der rechten Seite ohne. Und wenn ich mir die Anzahl der Besucher angucke, dann sind die um fast 40-45% höher als auf der rechten Seite ohne Bots. Ich habe hier in dem Fall die Situation, das ist meine Webseite, die ich analysiert habe über einen bestimmten Zeitraum. Ich habe auf meiner Webseite die Thematik, ich lasse sehr, sehr viele Zugriffe von Domains darauf laufen, die ja expired sind, beziehungsweise halt eben von mir irgendwann mal für Projekte verwendet wurden oder auch nie verwendet wurden. Und das ist jetzt genau der Punkt. Projekte, die nie verwendet wurden, die also lediglich eine Domain registriert haben, die dürften theoretisch niemals von einem echten Menschen besucht werden. Bots hingegen kommen ständig vorbei. Und dementsprechend ist meine Webseite so eine Art von Honeypot. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass ihr 50% Spam-Traffic auf eurer Seite habt, wie ich jetzt hier in dieser Situation habe. Aber Fakt ist, selbst wenn es nur ein paar Bots sind, dann kann es halt eben euch die Seitenanzahlen kaputt machen
oder aber halt eben, und das ist halt eben auch interessant, diverse andere Metriken wie die Haltezeit. Hier in dem Fall haben wir eine Haltezeit ohne Bots von fast 2 Minuten auf der Webseite, während die Zeit mit Bots knapp bei unter einer Minute liegt. Und solche Metriken könnt ihr halt eben einfach an der Stelle nicht mehr nutzen oder nicht sinnvoll nutzen, wenn ihr halt eben nicht dagegen vorgeht, solche Impersonator-Bots auszuschließen. So, und wie vermeiden wir die jetzt? Schwierig. Wie gesagt, wir haben schon kennengelernt, die User-Agent-Information, die Browser-Kennung, ist eine freiwillige Angabe. Die kann jeder selber einsetzen, wie er will. Ihr könnt sich auch dann zu einem komplett anderen Gerät mutieren. Ich habe eine entsprechende Erweiterung in meinem Browser drin, wo ich halt eben sagen kann, dass mein Browser sich zum Beispiel als Android-Telefon identifizieren soll, obwohl ich eigentlich auf einem Mac unterwegs bin. Also von daher, diese Angabe ist immer freiwillig und darauf können wir uns nicht verlassen. Schlussendlich läuft es darauf hinaus, wir müssen eine sogenannte Mustererkennung durchführen, weil auch Bots hinterlassen bestimmte Schemata, Muster, die wir halt eben erkennen können. Und dann müssen wir diese IP-Adresse prüfen. Das heißt also, im Besucherlog steht hier die IP-Adresse drin. Die muss sinnvollerweise, wenn ich diese überprüfen will, nur auf ein Byte anonymisiert werden. Und dann kann ich halt eben eine sogenannte Whois-Abfrage machen. Und bei dieser Whois-Abfrage finde ich raus, wer ist denn der Provider dahinter? Das heißt also, die Information des Providers, die Matomo mit dieser Provider-Erweiterung erfasst, ist nicht zwingend die Information, die wir brauchen. Aber auch die gibt schon entsprechende Rückschlüsse, weil beispielsweise der Provider fbsv.net ist das Facebook-Server-System, was halt eben automatisierte Zugriffe macht. Das heißt, wenn die Information FBSV in der Provider-Information drin steht, könnt ihr davon relativ sicher sein, dass das halt eben ein automatisierter Zugriff von Facebook ist. Aber, was ist wichtig hier an der Stelle? Wie gesagt, wir müssen die IP-Adresse auf ein Byte anonymisieren. Und jetzt kommt wieder so ein Thema, Achtung, keine Rechtsberatung. Theoretisch reicht die Anonymisierung auf ein Byte vollständig aus, weil, soweit mir das mal mitgeteilt wurde, die Anonymisierungsthematik dann in der DSGVO bereits erfüllt ist, wenn wir eine Gruppe von mindestens 15 Personen halt eben ja, in eine Gruppe fassen und anonymisieren. Im Fall von Einbyte-Anonymisierung haben wir mindestens 254 IP-Adressen drin. Dementsprechend sollte diese Anforderung gerecht geworden sein. Aber Achtung! Es gibt hier Situationen, wo die Datenschutzbeauftragten darauf bestehen, dass auf 2 Byte anonymisiert wird. Wenn dann noch eine andere Option gesetzt wird, habt ihr eine gewisse Herausforderung, dass die Daten hinsichtlich der Besucherinformationen fast nicht mehr auswertbar sind. Dann habt ihr zwar die Informationen über die Zugriff auf die Seiten, aber dann die Informationen über Metriken wie Aufenthaltsdauer oder ähnliche Geschichten könnt ihr im Endeffekt komplett vergessen. Aber auch das wieder ein anderes Thema. Was müssen wir denn machen? Wir müssen halt eben dann gucken, okay, das ist ein automatisierter Zugriff, der kommt ständig bei mir vorbei und es gibt diese Situation. Ich habe eine Liste von ganz vielen IP-Adressen bereits gesammelt, aber das Problem an der Stelle ist, die ist niemals vollständig, weil es gibt so viele unautomatisierte Systeme und auf manchen Webseiten greifen Systeme zu, die ich nicht in diese Liste mit aufnehmen kann, weil sie zum Beispiel aus Provider-Netzwerken wie entsprechend großen Providern, die halt eben Dial-In-Systeme anbieten, sind, die kann ich nicht pauschal ausschließen. Da muss man halt eben immer selber mal reingucken. Eine wichtige Instanz ist an der Stelle bei Matomo die Tracking Spam Prevention. Das ist eine Erweiterung, die ist kostenfrei und mit der werden halt eben schon eine Menge an automatisierten IP-Adressen halt eben identifiziert und gelöscht. Das Problem an der Stelle ist, das sind bei weitem nicht allen. Denn nicht alle Provider bieten uns die Möglichkeit, dann halt eben eine IP-Adresse oder die IP-Adressen halt eben frei Haus zu liefern. Sondern wir müssen halt eben selber aktiv werden und das habe ich mittlerweile gemacht. Ich bin gerade dabei in der Entwicklung für eine Erweiterung für Matomo, die wie gesagt aus über 2000 IP-Adress-Segmenten mittlerweile besteht und die ab Oktober, Ende Oktober voraussichtlich erscheinen wird. Und an der Stelle noch ein Hinweis. Das Matomo-Camp am 3. und 4. November wird online stattfinden. Braucht man sich nicht registrieren. Einfach auf matomocamp.org gehen und mal reinschauen, was dort für Vorträge demnächst erscheinen werden. Dort werde ich unter anderem auch das, was ich jetzt gerade so anreiße und schnell im Schnelldurchlauf mache, in 2 verschiedenen Slots durchführen. Nämlich einmal das zu viel und einmal das zu wenig an Daten in Matomo genauer beleuchten und euch auch sagen, wie dann so eine Mustererkennung genau funktioniert. Kommen wir jetzt zu dem Thema zu wenig.
Momentan haben wir gesagt, wir haben zu viele Daten in Matomo drin, die uns das Ganze verwässern. Jetzt kommen wir zum Thema zu wenig. Ja, es gibt automatisierte Systeme oder automatische Mechanismen, Tracking-Schutzmechanismen in den verschiedenen Browsern, unter anderem die Enhanced Tracking Protection in Firefox oder die Intelligent Tracking Prevention in Safari. Beide Systeme, die halt darauf ausgelegt sind, möglichst Zugriffe zu verhindern bzw. dann dem Profilbildung von Systemen halt eben ja, zu widersprechen, zuwiderzulaufen. Beide Systeme, die halt eben in den Browsern drin sind und die, soweit ich weiß, nicht deaktivierbar sind und teilweise bestimmte Dinge halt eben auch kaputt machen. Dadurch, dass sie nicht zu viel kaputt machen wollen, sind sie gerade immer noch am Rumtesten, was sie denn alles machen können. Aber Fakt ist, diese Sachen haben Probleme oder wirken problematisch auf die Thematik der Datenerfassung insgesamt. Aber es gibt dann auch Dinge wie Do Not Track. Das ist ein Header, der wurde, ich weiß nicht, vor 10, 15 Jahren sowas in den Dreh eingeführt von Mozilla, mit der guten Idee, dass man halt eben die Daten oder dass man der Webseite, auf die man zugreift, gleich vorneweg sagt, du, pass auf, es wäre cool, wenn du mich nicht erfassen würdest in deiner Tracking-Geschichte. Ich möchte ganz gerne möglichst anonym bleiben. Matomo unterstützt diese Einstellung von Haus aus. Wie gesagt, Matomo ist ja auch schon ein paar Tage länger am Markt. Damals war es auch noch eine gute Idee, wurde aber eigentlich mehr oder weniger pervertiert durch verschiedene Browser, die halt eben diese Einstellung sofort und immer gesetzt haben, ohne den Nutzer darüber zu informieren. Und schlussendlich hast du jetzt die Taskforce, die diesen Code identifiziert hat, beziehungsweise halt eben in die Welt gebracht hat und die Weiterentwicklung unterstützen wollte, die hat 2019 die Segel gestrichen und gesagt, dieses Prinzip des Do Not Track ist definitiv nicht mehr aktuell, brauchen wir nicht mehr weiterzumachen. Und deswegen meine Empfehlung, geht in eure Datenschutzeinstellungen rein, in den Bereich User Opt-out und überprüft, ob ihr den Do Not Track Header noch unterstützt. Wie gesagt, standardmäßig empfiehlt Matomo die Unterstützung. Ich sage nein, schmeißt das Ding raus. Besprecht das aber bitte vorher nochmal mit dem Datenschutzbeauftragten. Zu wenig bekommen wir auch durch das Problem des User-Konsens. Und das wisst ihr alle, je nachdem wie gut die Konsensrate ist, verliert ihr einfach mal eine Menge an Informationen. Aber, und das kann halt eben auch ich gleich zeigen, es ist teils weit mehr als das, was ihr denkt, was ihr verliert. Denn schlussendlich, das Hauptproblem ist das Thema Adblocker auch mit an der Stelle. Was heißt Hauptproblem? Neben dem User-Konsens ein weiteres Problem ist das Thema der Adblocker, die halt eben teilweise bis zu 40% im Markt verbreitet sind. Das heißt nicht, dass ihr zwangsläufig immer 40% bereits verliert, weil die Ablehnrate im User-Consent in Verbindung mit der Adblocker-Rate, das ist nicht zwingend eine Additiv, sondern das ist halt eben die Situation, dass sich diese beiden Sachen zum Teil ergänzen und deswegen muss man das einfach immer separat sehen. Aber insgesamt das Problem User-Consent, Adblocker und die Tracking-Spam-Prevention-Geschichten sind halt eben hier das grundsätzliche Problem, womit wir zu wenig Daten haben. Fassen wir mal kurz zusammen. Zu viel haben wir unter anderem durch die Impersonator-Bots. Aber, und das ist ganz wichtig, überprüft das bitte bei euch selber in der Datenerfassung durch eure eigenen Zugriffe. Ihr selber seid in der Situation, dass ihr halt massenhaft Zugriffe in Matomo generiert, die eure Statistiken verwässern, weil ihr bewegt euch sehr intensiv über die Webseite zum Teil, wenn ihr neue Artikel schreibt, wenn ihr bestimmte Dinge überprüft. Wenn ihr eine feste IP-Adresse habt, tragt die Matomo ein. Wenn ihr keine feste IP-Adresse habt, schreibt mich gerne an, dann bekommt ihr ein kleines JavaScript-Snippet bzw. ein Code, HTML-Code, mit dem ihr, wenn ihr den aufruft, eure eigene Domain halt eben oder euren eigenen Zugriff auf Matomo einfach ausschließen könnt aus der Datenerfassung und damit die Qualität wesentlich erweitert. Das zu wenig haben wir gerade eben geklärt. Thema User Consent und Adblocker und Tracking-Schutz. Und das gucken wir uns jetzt mal genauer an, nämlich das Problem der Adblocker. Adblocker wurden mal entwickelt, ursprünglich, um was zu tun, wie der Name es schon sagt, Werbung herauszufiltern, uns vor diesen vielen blinkenden Geschichten irgendwie zu befreien. Kollateralschaden von diesen Adblockern ist allerdings auch, dass sowas wie das hier, nämlich Matomo JS und die Erweiterung, die Erfassung der Daten selber, halt von diesen Adblockern blockiert wird. Das heißt also, sobald das Wort hier Matomo irgendwo auftaucht, reagieren fast alle Adblocker aggressiv und sagen, du kommst hier nicht durch. Okay, gucken wir uns das Ganze an, wie wir das schaffen mit der sogenannten URL-Rewriting-Geschichte.
Also normalerweise heißt die Erweiterung oder die Datei matomo.js. Ich habe sie mal umbenannt in tick.js. Allerdings, ich habe sie nicht umbenannt, weil ansonsten wäre es ja nicht mehr update-sicher, sondern ich habe eine htaccess-rewrite-Regel verwendet und habe gesagt, Webserver, wenn du eine Anfrage für tick.js bekommst, dann nutze bitte die Datei matomo.js und liefere die aus. Somit kommen wir jetzt erstmal an dem Adblocker vorbei. Den Endpunkt habe ich ebenfalls umbenannt. Der heißt jetzt nicht mehr matomo.php, sondern tag. Achtung, ohne .php hinten dran. Das hat den Hintergrund, weil Matomo oder besser die Adblocker häufig nicht nur auf das Wort Matomo reagieren, sondern wie zum Beispiel uBlock Origin auf diese Zeichenkette. Das heißt also auf .php Fragezeichen Action Name gleich. Sobald das auftaucht, egal in welchem Kontext, wird dieser Zugriff entsprechend unterbunden. Ist grenzwertig, weil das heißt ja, dass alles, was in irgendeiner Art und Weise an Eigenentwicklung ist, bitteschön niemals mit .php aufhört und keine GET-Parameter verwenden sollte, die Action-Name bedeuten oder haben als Namen. Denn dann würde automatisch dieser Adblocker zuschlagen. Das heißt, mein Tipp an der Stelle, wenn ihr noch nie euch mit Adblockern beschäftigt habt, installiert einen Adblocker und geht durch eure Seiten. Nicht nur einen, installiert zwei, drei verschiedene. Es gibt verschiedene aktuelle Versionen, größere Versionen, kleinere Versionen. Die funktionieren alle ein Stück weit anders. Eure Seite könnte unter Umständen eklatant anders aussehen. Nutzt es, weil beispielsweise filtern manche Adblocker auch CSS-Klassen-Informationen raus, Diff-Elemente raus, die eine CSS-Information oder eine ID haben mit Ads, also ADS. Sobald sowas verwendet wird von euch als Bestandteil einer Klasse oder einer ID, kann es gut und gerne sein, dass diese Information, auch wenn da keine Werbung drin ist, einfach vom Adblocker ausgeblendet wird. Testet eure Seite. Adblocker sind echt, ich würde es mal fast sagen, eine Pest für uns Webentwickler und für uns Leute, die halt eben sich mit Datenanalyse beschäftigen, sowieso. Der Tag Manager, da besteht die Möglichkeit, das Ganze einfach einzustellen, um halt eben zu sagen, okay, der Container kommt momentan so oder so durch. Aber auch die Datenerfassung selber kann ich halt eben von dem Matomo PHP umstellen und dann kommt halt eben der Datenerfassung trotzdem durch, trotzdem Adblocker. Aber Achtung, sobald ihr einen Hostnamen habt, der Matomo, Piwik, Analytics oder sonst irgendwas heißt, schlägt der Adblocker schon wieder zu und wir haben das Problem, dass wir nicht durchkommen. Und dementsprechend seht zu, dass da halt eben was eingestellt wird. Kleiner Hinweis an der Stelle noch. Das kommt gleich. Ihr müsst auch auf den Hostnamen achten, dass der unter der gleichen Domain ist. Ansonsten schlägt der Adblocker nämlich auch möglicherweise zu. Und möglicherweise sogar schon die Standard-Tracking-Prevention-Geschichten, die es da halt gibt. Gucken wir uns das mal kurz im Detail an. Ich habe jetzt hier eine Webseite, die verwendet Google Analytics und Matomo. Google Analytics in dem Fall noch consentlos. Das heißt, also hier werden die Daten erfasst, auch wenn gar kein Consent, oder besser gesagt, auf der Webseite wird gar kein Consent abgefragt an der Stelle. Oder wurde abgefragt. Wir haben hier eine Differenz zwischen den Besuchern von ungefähr 20%. Wenn ich so eine Zahl habe, muss ich die immer ein bisschen gewichten. Diese Zahl von 20% ist nicht zwingend echt. Die kann auch abweichen aus der Situation heraus, weil die Datenerfassung bzw. die Art und Weise, wie ein Besucher generiert wird bzw. halt eben ja, ein Besucher eindeutig erfasst wird, hatte ich ja eingangs gesagt, ist hier in dem Fall wahrscheinlich unterschiedlich. Das heißt also, möglicherweise sind die Daten in Matomo an der Stelle etwas höher als in Google Analytics, weil Google Analytics sagt, den erkenne ich ja aufgrund von dem Cookie. Das heißt also, diese Daten sind erstmal mit Vorsicht zu benutzen, aber sie richten eine Tendenz oder zeigen eine Tendenz auf. Und sie ist auch auf jeder Webseite anders. Hier in dem Fall handelt es sich um ein Shop-System. Und deswegen kann ich hier nämlich noch ein paar Wertdaten bringen. Zum einen natürlich die Seitenzugriffe, klar. Hier haben wir nur 4% mehr an Seitenzugriffen, obwohl wir 20% mehr Besucher haben. Das legt halt eben nahe, dass diese 20% Besucher nicht unbedingt echt sind, sondern halt eben möglicherweise technisch bedingt sind. Aber bei einem Shop habe ich etwas anderes. Ich habe nämlich die Anzahl der Transaktionen. Das heißt also, wenn ich die Transaktionen habe, habe ich hier zum Beispiel bei Google Analytics in dem Fall 163 Transaktionen messen können. Matomo sagte mir 188.
sind immer noch zwei Zahlenwerte, die erstmal so im luftleeren Raum stehen, weil jetzt kommt die Information, was sagt mir die Warenwirtschaft? Und die sagt mir 189. Das heißt, ich habe in Google Analytics nur 86% meiner echten Transaktionen gemessen. Im Atomo waren es 99%. Und de facto habe ich also ein Mehr von 15% Transaktionen von Google Analytics zur Warenwirtschaft, also in der Warenwirtschaft 15% mehr Transaktionen als in Google Analytics. Das legt die Vermutung nahe, dass wir wirklich so um 15, 20% der Besucher möglicherweise in Google Analytics nicht erfassen aufgrund von Adblockern. Hier in diesem Fall. Es gibt Webseiten, die habe ich auch überprüft, da habe ich bloß leider Gottes die Transaktionsthematik nicht, deswegen kann ich das nicht direkt ins Verhältnis setzen. Da haben wir eine Differenz von knapp 70% oder noch mehr an Google Analytics zu Matomo. Und das sind halt Sachen, wo man dann halt gucken muss, okay, wo kommt denn das Ganze her und wie kann ich das Ganze ins Verhältnis setzen? Fakt ist, die Lösung für dieses Thema mit den Adblockern ist das Setup von Matomo. Weil erstens, wir müssen Matomo auf der gleichen Domain haben. Das heißt, wenn ich auf www meine Domain bin, dann muss ich halt eben Matomo entweder in einem Unterverzeichnis installieren oder aber unter einem Hostnamen auf der gleichen Top-Level-Domain. Mache ich das nicht, greifen die meisten Adblocker schon und sagen, du, ganz ehrlich, eine Übertragung per Ping, das ist die Standardmethode von Matomo, Daten halt eben zu übermitteln, keinen normalen HTTP-Request, sondern einen sogenannten Ping-Request zu machen. Die unterbinde ich, wenn das nicht auf der gleichen Domain ist. Das Zweite ist, wir müssen Begriffe vermeiden, wie unter anderem Matomo, PIVIC oder auch Analytics und verschiedene andere Begriffe. Analytics, Stats und Tracker oder sowas sind momentan Begriffe, die in den meisten Adblockern noch nicht wirklich relevant sind. Aber, das ist eine Frage der Zeit, sie werden relevant werden. Und deswegen ist auch zum Beispiel eine Empfehlung, ich würde eher im klassischen System halt eben ein URL-Rewriting machen, als es halt eben wie beim Tag Manager momentan möglich, nur über diesen sogenannten Proxy-Service, das heißt also das Verzeichnis /js, ist halt eben in der Lage, sowohl den JavaScript-Code auszuliefern, als auch den Request entgegenzunehmen. Funktioniert momentan noch. Frage ist halt eben, wie lange, weil auch die Entwickler von den Adblockern werden immer weiter vorgehen. Und wenn mein Vortrag halt eben wirklich mal viral laufen sollte, dann werden sie mit Sicherheit Tick und Tack ebenfalls mit aufnehmen, weil das ist so eine Geschichte, die habe ich irgendwann mal entwickelt. Gut. Das zum Thema Adblocker. Aber jetzt schauen wir uns nochmal das große Thema des User Consent an. Der User Consent macht nämlich die meisten Probleme. Und wie können wir diese Daten halt eben ein Stück weit verbessern? Ja, wir müssen erstmal gucken, okay, 50% der Nutzer greifen halt eben in diesem Fall auf den Button alle akzeptieren zu. Ablehnen tun 45% der Nutzer und 5% haben diesen klitzekleinen Button mehr angeklickt, um halt eben hier die Analyse zu verfeinern bzw. die Zugriffsrechte zu belegen. Wie sieht es denn jetzt aus mit der Analyse? Die Besucher, sehen wir hier, haben wir etwa 49% mehr Besucherdaten in Matomo, die wir halt eben konsentfrei messen gegenüber der Konsentzustimmung mit Google Analytics. Kommt in etwa mit den 50% hin. Das heißt also, wir haben hier entweder wirklich die Situation, dass wir kaum Adblocker unterwegs haben, oder aber die Daten sind halt eben hier an der Stelle möglicherweise noch anderweitig verwässert. Aber bei den Seiten sieht es so ein bisschen anders aus, weil hier haben wir 56% mehr Informationen. Auch das kann ich nicht direkt ins Verhältnis setzen, weil bei dieser Webseite habe ich keine Transaktionsgeschichten. Man könnte jetzt sagen, okay, Newsletter-Anmeldung und ähnliche Geschichten könnte man jetzt noch rausholen. Habe ich in dem Fall nicht. Hier heißt es also im Endeffekt treu und glauben. Oder aber, und das ist die Sache, die ich auch empfehlen würde, macht mal eine Logfile-Analyse. Matomo könnt ihr wunderbar mit Logfiles von euch bestücken. Aber Achtung, da habt ihr alle Daten drin. Und meistens, wenn die IP-Adresse natürlich anonymisiert ist, kann auch ein Adblocker bzw. diese IP-Adress-Filtergeschichte, die ich habe, nicht anschlagen. Das heißt also, ihr werdet dort zwangsläufig ein Vielfaches an Zugriffen haben, weil es gibt unendlich viele Bots, die ihr standardmäßig in eurem Tracking nicht drin habt, weil sie beispielsweise kein JavaScript ausführen. In einem Logfile sind sie aber drin. Also da ist es überhaupt,
nicht verwunderlich, wenn ihr dort Raten habt, dass ihr vermeintlich irgendwie was an die 150, 200% mehr Besucherdaten habt. Aber wie gesagt, vieles davon sind solche Impersonator-Bots, die ihr nicht anhand des User-Agents erkennen könnt, die aber kein JavaScript ausführen würden, dementsprechend in Matomo, Google Analytics und Co. gar nicht auftauchen können, aber halt eben in den Logfiles natürlich drin sind. Gucken wir uns einen anderen Banner nochmal an. Hier haben wir die Situation, dass wir oben die Einstellung direkt machen können. Nichtsdestotrotz haben wir hier de facto 73% der Nutzer gehen auf alles akzeptieren. Boah, wow, klasse. Definitiv. Also die wenigsten Webseiten haben so loyale Nutzer, die halt eben alles akzeptieren. Nur 20% der Nutzer haben abgelehnt in dem Fall und 7% sind weitergegangen, haben entweder oben die Checkboxen verändert und das entsprechend gespeichert oder aber sind halt eben weitergegangen auf diese Variante. Das heißt, theoretisch müsste ich in Google Analytics hier 73% meiner Nutzerdaten sehen. Gucken wir uns das mal an. Google Analytics 1811, Matomo sagt 2860. Sagt, wir haben in Google Analytics nur 63% der Nutzerdaten. Oder umgedreht in Matomo 57% mehr an Besucherdaten, die wir erfasst haben. Das heißt, hier an der Stelle lässt sich erstmal noch nicht abrechnen, ob diese 73% Akzeptanzrate wirklich alle Nutzer umfasst, weil ich gehe mal davon aus, die 10%, die hier noch zusätzlich fehlen, sind dann möglicherweise unsere Adblocker. Gucken wir uns das Ganze nochmal auf Seitenbasis an. Wir haben rund 2,3 Millionen Pageviews in Google Analytics, aber 3,6 Millionen Pageviews in Matomo. Und auch hier komischerweise exakt die gleichen Prozentwerte. Es liegt daran, das ist eine Webseite, die mehr oder weniger ja, Blogbeiträge hat, Artikel hat und die 90, fast 95% aller Besucher greifen nur auf eine einzige Seite zu und dementsprechend ist dieser Anteil entsprechend so hoch. Wie können wir das jetzt für uns sinnvoll nutzen, diese Thematik? Wir können nämlich gucken, dass wir Matomo in einen sogenannten hybriden Modus umschalten. Dieser hybride Modus sagt erstmal, wir erfassen grundsätzlich möglichst alle Daten, wie gesagt, technisch bedingt noch ein paar Daten nicht, die wir mit Matomo consentfrei erfassen dürfen, rein für Analytics oder Reichweitenanalysen. Und dann fragen wir den Nutzer im Bereich Statistik oder Marketing, je nachdem, was wir mit den Daten noch weitermachen wollen, müssen wir das eingliedern lassen vom Datenschutzbeauftragten, ob er halt eben den Consent erteilt. Wenn er ihn erteilt, dann dürfen wir wieder die Cookies aktivieren, dann dürfen wir diese Browser Feature Detection wieder aktivieren und dürfen verschiedene andere Dinge mit unseren Daten tun. Wenn er nichts erteilt, perfekt. Keine Änderung notwendig. Also fassen wir nochmal grundsätzlich zusammen. Wir verlieren einfach enorm viele Daten aufgrund des User-Consents, aufgrund der Adblocker, je nachdem, was wir für ein Kundenklientel haben. Eine Webseite, die sich extrem an technikaffines junges Publikum richtet, wird im Bereich der Adblocker viel mehr Daten verlieren als eine Webseite, die halt eben eher, na sagen wir mal freundlich, das ältere Publikum oder das technisch unaffinere Publikum halt eben anspricht. Aber den Consent haben wir immer das Problem. Sobald wir einen Consent haben, verlieren wir einfach eklatant viele Daten. Und teilweise ist die Consentrate nur bei 20%. Das heißt, für 80% der Webseitenbesucher wären wir, wenn wir nur consentbasiert mit Google Analytics und Co. arbeiten, einfach mal blind. Und das macht uns natürlich vieles kaputt. Und in Matomo haben wir die Möglichkeit, wie gesagt, auch an den Adblockern vorbeizukommen, consentfrei die Daten dazu erfassen und diverseste zusätzliche Sachen wie ja, Zielerreichung und Ähnliches zu definieren und diese Daten sogar rechtskonform an Google Analytics, Google Ads zurückzugeben. Das ist ein weiterer Talk, den ich im Rahmen des Matomo Camp mache, nämlich wie ich halt eben Performance Marketing mit Hilfe von Matomo machen kann. Und von daher wünsche ich euch erst einmal ja, viel Erfolg mit eurer Matomo-Instanz, denn nun kommen wir zum Thema Fragen und Antworten, die ihr habt. Und besucht gerne, wie gesagt, matomocamp.org. Anfang November werde ich dort insgesamt 3 Talks machen und es sind noch viele, viele weitere da. Ich glaube, wir sind mittlerweile bei weit über 30 Talks, die dort gemacht werden. Einzelne in Englisch, einzelne in Deutsch, verschiedene in Französisch. Also
Schaut einfach mal rein. Die Sachen werden auch im Nachgang zur Ansicht zur Verfügung stehen. Auch die Videos aus dem letzten Jahr, die ich gehalten habe, sind oder auch die anderen gehalten haben auf dem Matomo Camp, sind momentan oder sind weiterhin abrufbar. Und von daher, jetzt freue ich mich auf eure Fragen. Genau, erstmal vielen Dank für den Vortrag bis hierhin. Bescheidenes Schweigen hier. Okay. Wenn ich alle Fragen beantwortet habe, die entstanden sein könnten während des Talks, wunderbar. Wenn nicht, dann sage ich hier an der Stelle mein herzliches Dankeschön. Connectet mich auf LinkedIn, connectet mich auf Facebook und dann könnt ihr gerne noch Fragen persönlich stellen, die vielleicht hier nicht in die Runde gestellt werden sollten. Ich wünsche euch auf alle Fälle viel, viel Spaß noch auf dem Joomla Day und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.